Einen wunderschönen guten Morgen aus Hall. Seht ihr die Berge dort hinter mir? Da geht's heute hin. So, erstmal wird gefrühstückt, bevor es zum Patschakowe geht. So, hier ist der Bahnhof von Innsbruck. Dort oben möchte ich heute hin. Genau zur Spitze. Wir fahren mit dem Postbus. War einer von euch schon mal da oben? Würde mich mal interessieren. Das ist die Patschakowebahn, mit der ich gleich nach oben fahre. Hier ist die Bushaltestelle von der Patschakowebahn. Und dort drüben, da waren wir gestern. Und zwar genau da oben. Und heute geht es hier den Berg hinauf. Ich kann wieder mit meiner Innsbruck-Kart fahren. Ah, hier ist alles Kunstschnee. Ich fahre bis nach oben. So, hier ist die Bergstation, die Patschakowe-Hütte. Dort hinten ist Hall, hier unten Innsbruck. So, jetzt bin ich erstmal hier oben und jetzt geht es weiter bergauf zur Gipfelstuben. Hier hinter mir ist das Skigebiet und die Schutzhütte und jetzt geht's los. Schaut mal, da unten, da ist der Brenner, die Brennerautobahn. Da ist Innsbruck und da geht's ins Stubaital. Anderthalb Kilometer noch und dann sind wir oben auf dem Gipfel. Jetzt werden die Bäume schon kleiner. Patschakowe Gipfel. Schaut mal, wie viel Schnee hier liegt. Der Wegweiser ist in Hüfthöhe. Pünktlich zum Akkuwechsel haben wir es geschafft. Die Patschakowe Gipfelstube. Schaut euch doch mal die Aussicht hier an. Man kann ins komplette Inntal gucken. Von links bis rechts. Dort hinten ist Hall. Dann geht's hier unten weiter. Da drüben sieht man übrigens die komplette Nordkette. Hier unten ist Innsbruck. Dort geht's zum Skigebiet Axamalisum. Hier unten, das kann ich euch nachher noch mal zeigen, geht zum Stubaital. Und gestern waren wir dort oben, genau an der anderen Seite von Innsbruck. Ja, schade, dass heute die Sonne nicht so schön scheint wie gestern. Hier oben ist auch eine Wetterstation. Und da ist das Patschakowe Gipfelhaus. Und dort hinten in Südtirol ist natürlich Sonne. Schaut mal, da ist das Gipfelkreuz. Das müssen jetzt knapp 2400 Meter hoch sein. Schaut euch mal das Haus an, wie viel Schnee hier oben ist. Da sieht man jetzt nur noch das Dach. Da drüben der Gipfel ist noch höher. Das ist der Glungesa. Der ist 2677 Meter hoch. So, das ist der Blick nach Südtirol.
Also das Panorama ist die einsame Spitze. Aber heute ist hier ganz schön was los. Ich war schon mal im Februar hier. Da sind hier nicht so viele Leute rumgelaufen. Seht ihr das Tal? Das ist das Stubaital. Und ein Stück weiter, dort hinter der Bergkette, dort ist das Skigebiet Axamalisum. Das kennt man eigentlich auch. So, jetzt sind wir hier wieder an der Bergstation der Patschakofelbahn angekommen. Die ist bei 1965 Meter. Und dort hinten ist auch die Schutzhütte. So sieht übrigens das Skigebiet hier aus. Wir sind jetzt bei der Bergstation. Und es gibt eine blaue, eine rote und ein kleines Stück schwarze Piste runter. Bis zur Talstation, die 1000 Meter hoch liegt. Also ungefähr 900 Höhenmeter. Schaut mal, ist das cool? Ich habe eine ganze Bahn für mich alleine. Keiner hier drin. Das ist das Stück schwarze Piste hier rechts. So, jetzt bin ich unten auf 1000 Meter. Gebt mal bei Instagram Innsbruck ein, da werdet ihr lauter Menschen vor bunten Häusern sehen. So, hier ist die Markthalle. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier sind in allen Fenstern so Märchen dargestellt. Die Altstadt ist wunderschön.